Voulez-vous coucher la vous avec moi? Heute mit einem neuen Praxisbeispiel aus der Kategorie Ich hol mir mal schnell ein Date bei LaVou. Ja, liebe Männer, es ist gar nicht so schwer. In diesem Video habe ich dir bereits gezeigt, dass es selbst in unter 3 Stunden möglich ist, eine Frau bei LaVou zu daten. Und nein, den Damen, um die es sich hier handelt, ist kein LKW übers Gesicht gefahren. In diesem Video zeige ich dir jetzt, dass es sogar ganz ohne Nummer und WhatsApp geht. Und sogar mit einer Woche Funkstille zwischendurch. So, genug geredet. Hier kommt der vollständige Chatverlauf vom Anschreiben bis zum Date. Hey, wir haben ein Match. Ich vermute, wir müssen jetzt heiraten. Ich könnte Sonntag zwischen 9 und 10. Schaffst du das? Hi Chris, ja klar, das steht so in den AGBs. Auch die Film- und Bildrechte bei der Geburt des ersten LaVou-Babys. Los geht's. Da bist du ja besser informiert als ich. Aber freut mich, dass doch mal jemand die AGB gelesen hat. Das macht dich in gewisser Weise besonders. Da das jetzt geklärt wäre, kann ich meiner Verwandtschaft die Einladung für Sonntag ja schicken. Also, 10 Uhr sollte klappen. Es gibt eine kleine Planänderung. Ich muss am Sonntag kurz für die NASA zum Mond fliegen. Anders gesagt, Sonntag habe ich keine Zeit. Morgen Abend oder Dienstag könnte ich anbieten. Wenn das schon so mit der Termintreue anfängt. Stell dir mal vor, ich wäre perfekt. Dann wäre ja gar keine Luft mehr nach oben. Also, was hältst du von Dienstagabend? Grundsätzlich spricht nichts dagegen. Es hängt ganz davon ab, was du vorhast. Ich kann dir nur versichern, dass ich mich nicht für einen One-Night-Stand treffe. Natürlich werde ich am Dienstag mit einem Strauß Rosen aufkreuzen und dir einen Heiratsantrag machen. Wie wär's mit 19 Uhr am Friedensplatz? Okay, ganz schön große Klappe. Bin gespannt, ob das live standhält. Bis Dienstag. Ich sehe, wir haben die gleichen Erwartungen. Bis Dienstag, Miss. Werde mich etwas verspäten. Bin um 19.15 Uhr am Friedensplatz. Wir treffen uns in der Mitte. Gut, dann bis später. Und ja, die gute Frau war pünktlich beim Date. Ich hatte aber schon coolere Dates. Die Dame, um die es sich hier handelt, hat mir während des Dates unter anderem vorgeschlagen, werd doch YouTuber. Ja. Trotzdem, wie du gesehen hast, du musst gar nicht allzu viel machen. Übernimm auch im Chat die Führung. Mach einfach mal eine konkrete Ansage für ein Date. Und du wirst sehen, viele Frauen ziehen da mit. Außerdem texte nicht so viel. Mit der Dame aus dem Beispiel habe ich eine Woche lang nicht mehr geschrieben und mich nur kurz am Tag des Dates gemeldet und gesagt, ich verspäte mich etwas. Das mache ich immer so. Hat den Vorteil, dass du indirekt dich erkundigst, ob das Date noch steht. Und das ist allemal besser als zu fragen, na, bleibt's bei heute Abend? Ja, liebe Männer, LaVou und Tinder ist nicht alles. Aber man kann auch hier verdammt viel Spaß haben. Ja, wenn du öfter solche Videos sehen willst mit Textbeispielen, mit kompletten Chats, dann schreib mir das doch mal unten in die Kommentare. Ich bin gespannt und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, bis dahin, ciao!